Diese verdammten Dinger werden einfach nicht weniger. Wenn ich verstummen hat, hat noch niemandem geschadet. Ihr seid hier, Herren. Dem Himmel sei Dank. Einige haben es geschafft, ja. Aber wir konnten die Tore schließen und die töten, die im Hof waren. Mir wurde befohlen, auf eure Ankunft zu warten, Wächter. Euer Kamerad Riordan ist direkt vor dem Angriff der dunklen Brut hier eingetroffen. Er hat wichtige Neuigkeiten für euch. Ich sollte euch direkt in die Halle bringen, Herren. Sie müssten dort schon auf euch warten. Und? Gibt es Nachrichten aus Orsama? Hat Haus Clarence seine Männer geschickt oder nicht? Sie halten uns hin, also nein. Die Fehde der Häuser Claret und Rumold ist wieder aufgeflammt, seit ihr Sohn in den tiefen Wegen den Tod fand. Es ist nur natürlich, dass sie auf ihr Recht, sich zu verteidigen, pochen. Ein guter Zeitpunkt, um wieder mit dem Unsinn anzufangen. Ich hätte gute Lust... Ah, guten Abend, grauer Wächter. Ich wusste nicht, dass ihr noch wach seid. Ausruhen? Nach dem Gewaltmarsch, der hinter uns liegt? Die Menschen haben es leicht mit ihren langen Beinen. Abgesehen davon müssen wir immer an die nahende Schlacht denken. Ist die Lage wirklich so verzweifelt? Könnte es sein, dass wir verlieren? Ich hoffe, ihr habt recht. Es muss schrecklich sein, unter freiem Himmel zu sterben. So viel steht fest. Als dann, ab zum Lager mit euch beiden. Aber betrinkt euch nicht allzu sehr. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Wunderschönen guten Abend, grauer Wächter. Und viel Glück auf dem Schlachtfeld. Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger im Nacken sitzen müsst? Bitte lasst es mich wissen, wenn ich irgendetwas für euch tun kann. Ich bin mir sicher, ihr findet Gefallen an den Dingen, die mein Sohn und ich gesammelt haben. Und an eurem Rabatt natürlich.
Es ist gut, das sofort zu erledigen. Aber selbstverständlich. Was liegt an? Da seid ihr ja. Mal sehen, was Riordan uns zu sagen hat. Ihr seid beide hier. Gut. Ihr seid noch nicht lange bei den Grauen Wächtern und wisst vielleicht noch nicht, wie ein Erzdämon zu Fall gebracht wird. Ich muss es wissen, falls es so ist. Ihr meint, dafür bedarf es mehr als, sagen wir, ihn zu enthaupten? Es ist also wahr. Duncan hatte es euch noch nicht gesagt. Ich hatte angenommen, habt ihr euch jemals gefragt, warum die Grauen Wächter gebraucht werden, um die Dunkle Brut zu besiegen? Ich fürchte, das ist es nicht. Der Erzdämon kann wie jedes andere Wesen der Dunklen Brut erschlagen werden. Aber nur ein grauer Wächter kann ihm den Todesstoß versetzen. Andernfalls geht die Essenz der Bestie auf ein anderes Wesen der Brut über und wird in dessen Leib wiedergeboren. Der Drache ist also unsterblich. Wird der Erzdämon aber von einem grauen Wächter getötet, geht seine Essenz auf eben diesen Wächter über. Anders als die Wesen der Dunklen Brut sind graue Wächter keine seelenlosen Hüllen. Die Essenz des Erzdämons wird vernichtet. Und leider auch der graue Wächter. Das heißt, der graue Wächter, der den Erzdämon tötet, stirbt? Ja, mit dem Erzdämon endet auch die Verderbnis. Das ist der einzige Weg. Wir halten es aus demselben Grund geheim wie das Beitrittsritual. Wer würde freiwillig ein grauer Wächter werden, wenn er wüsste, was ihn erwartet? Aber es muss graue Wächter geben. Ohne uns gäbe es keine Hoffnung. Euer Mut ist wahrlich herzerfrischend. Aber werft euer Leben nicht allzu überstürzt weg. Wenn es irgendwie geht, werde ich dem Dämon den Todesstoß versetzen. Ich bin der Älteste und kann der Verderbtheit nicht mehr lange trotzen. Aber falls ich scheitere, fällt die Tat euch zu. Wenn wir der Verderbnis nicht jetzt Einhalt gebieten, wird Ferelden untergehen, bevor sich die Grauen Wächter neu sammeln können. Vergiss das nicht. Aber Schluss damit. Morgen ist ein wichtiger Tag und die Nacht ist kurz. Kehrt jetzt besser in eure Gemächer zurück. Ich melde mich bei euch, sobald die Armee marschbereit ist. Bald hat das alles ein Ende. So oder so. So ist es, mein Freund. So ist es. Kein Grund zur Beunruhigung. Ich bin's nur. Mir geht es gut, aber ihr seid in Gefahr. Ich habe einen Plan, einen Ausweg, ein Schlupfloch. Ich weiß, was geschieht, wenn der Erzdämon stirbt. Ich weiß, dass ein grauer Wächter sich opfern muss und dass ihr dieses Opfer sein sollt. Ich bin hier, um euch zu sagen, dass das nicht so sein muss. Und ihr könnt garantieren, dass ein anderer die bevorstehende Schlacht übersteht, der dann den Schlag auf sich nimmt? Nein, das könnt ihr nicht. Ihr habt also die Wahl, zu fliehen wie ein Feigling oder die Möglichkeit eures Todes zu akzeptieren. Ich biete eine weitere Möglichkeit an. Ein Ritual,
begangen am Vorabend der Schlacht, im Dunkel der Nacht. Ich schlage Folgendes vor. Überredet Alistair, das Lager mit mir zu teilen. Hier und jetzt. Und aus diesem Ritual wird ein Kind in mir entstehen. Das Kind wird die Verderbtheit in sich tragen. Und wenn der Erzdämon erschlagen ist, wird seine Essenz das Kind suchen wie ein Leuchtsignal. In diesem frühen Status kann das Kind die Essenz aufnehmen, ohne zu vergehen. Der Erzdämon bleibt vernichtet und kein grauer Wächter muss dafür sein Leben geben. Überhaupt nicht. Aus ihm wird etwas völlig anderes. Ein Kind, das die Seele eines alten Gottes in sich trägt. Wenn das getan ist, darf ich mich entfernen. Und ihr werdet mir nicht folgen. Niemals. Ich kann das Kind so erziehen, wie ich es für richtig halte. Wie ihr wünscht. Nach nur einer Nacht gibt es eigentlich noch gar kein Kind. Aber nein, ihm passiert nichts. Es wird nur verändert. Das möchte ich euch nicht sagen. Das wird er ohne Zweifel wollen, aber das geht nicht. Mehr verlange ich nicht. Habt ihr euch entschieden? Eine weise Entscheidung. Ich werde hier warten, bis ihr mit Alistair gesprochen habt. Hoffentlich könnt ihr ihn überzeugen. Ihr könnt also auch nicht schlafen. Ich habe vorhin Morrigan vor eurem Zimmer gesehen und ihr Blick war eiskalt. Selbst für ihre Verhältnisse. Ist irgendwas? Nicht wirklich. Die Männer sehen mich an und es ist in ihren Augen. Ich bin ihr König. Alles ist plötzlich so real. Aber ihr wechselt das Thema. Es geht nicht um mich, sondern um Morrigan. Ich bin müde, nicht dumm. Was wollte sie? Das habe ich jetzt davon, König zu sein. Alle bringen einem ständig schlechte Nachrichten. Also, worum geht's? Wild gewordene Ratten? Kein Käse mehr? Ich kann es ertragen. Freunde, ich schulde euch alles, obwohl ihr mich zum König gemacht habt. Warum? Weshalb so unheilschwanger? Ihr sprecht vom Erzdämon, richtig? Wenn ihr vom Weglaufen sprecht, das kann ich nicht tun. Aber das meint ihr gar nicht, oder? Worum geht es hier? Herzig. Jetzt zahlt ihr es mir heim, stimmt's? Alle meine Witze. Aber es ist kein Scherz. Ihr meint das wirklich ernst. Wow. Vom Erzdämon getötet werden oder mit Morrigan schlafen? Wer denkt sich solche Entscheidungen aus? Ihr verlangt das aber nicht im Ernst von mir, oder? Was soll das denn für ein Ritual sein? Was? Ich muss Stimmen hören. Oder wollt ihr tatsächlich, dass ich Morrigan schwängere? Noch dazu bei einem magischen Sexritual. Dieses Kind.
Warum will Morrigan das? Braucht sie etwa einen Thronerben? Oh, das ist natürlich etwas ganz anderes, nicht wahr? Da mache ich mir Sorgen darüber, einen weiteren Bastard als Erben zu produzieren und habe gar nicht bedacht, dass er natürlich auch ein Drache sein könnte. Ein Gott, was auch immer. Seht doch, selbst wenn ich dazu bereit wäre, und ich sage nicht, dass dem so ist, haltet ihr das wirklich für eine gute Idee? Wir sind Freunde, aber wir reden hier von Morrigan. Euch vertrauen. Ich... Also gut. Ich vertraue euch. Wo ist sie? Gehen wir und bringen wir es hinter uns, bevor ich es mir anders überlege. Euer Gespräch ist also beendet? Na toll. Es ist also doch kein Traum. Also, wie sieht es aus? Wurde eine Entscheidung gefällt? Moment, ich habe eine Frage zu diesem Kind, das ihr bekommen wollt. Interessant. Meine erste Wahl wäre nicht Ehrlichkeit gewesen. Ich will nur sicher gehen, dass ihr das nicht gegen Ferelden verwendet. Nicht, dass dieser Bastard von mir eines Tages auftaucht. Darauf gebe ich euch mein Wort. Warum habe ich nur kein besseres Gefühl dabei? Also gut, bringen wir es hinter uns. Ziehen wir uns ein wenig zurück, Alistair. Und glaubt mir, es wird für euch lange nicht so schlimm, wie ihr denkt.